bin hier auf dem Übungsgelände der Feuerwehr Uster. Und wie ihr seht, hat das Haus schon mehrmals gebrannt. Ich hoffe, dass bei meinem romantischen Fernsehabend alles heil bleibt. Haben wir es nicht schon alle erlebt? Samstagabend, ich hocke zu Hause auf einem bequemen Sofa, schaue einen romantischen Film mit der Freundin. Aber ich glaube, ich bin nicht der Richtige. Da hast du recht. Aber trotzdem, schau mal, unser Lieblingsfilm läuft. Den, den wir immer schauen wollten. Wenn der schon läuft und wir zwei Beine zusammen da sind, habe ich ja auch noch etwas vorbereitet. Nämlich haben wir hier ein paar wunderschöne Kerzen im Fernsehen. Und die wollen wir jetzt gemeinsam anzünden, oder Rudi? Sicher, machen wir. Und für dich, Rudi, weil du mir auch so wichtig bist, habe ich 100 Kerzen bereitgestellt. Das ist das, was ich dir an dir so schätze. Schon fertig? Fertig. Bin ich dort langsamst? Ich helfe dir noch. So. Was passiert mit 100 brennenden Röschokerzchen nach einer halben Stunde? Hä? A. Die romantische Stimmung bleibt unverändert. B. Die Kerzchen entflammen sich gegenseitig. Oder C. Die Kerzchen bringen den Fernseher zum Schmelzen. Rudi und ich sind auch noch gemütlich am Fernsehen. Der Film ist gut, oder Rudi? Sehr spannend. Sehr spannend, das ist wichtig. Und wir haben auch noch unsere romantischen Kästchen auf dem Fernseher, die schön brennen, um das Ganze noch etwas angenehmer zu machen. Ich würde meinen, wir schauen noch etwas weiter in unseren Film und lassen uns hier nicht beirren. Du, Rudi, kurze Frage. Kennst du den Film Man on Fire mit dem Denzel Washington? Noch nicht. Ja, jedenfalls. Jetzt ist unsere Television on fire, habe ich das Gefühl. Irgendetwas ist da schief gelaufen, Rudi. Was ist los? Jetzt haben wir das Problem, dass sich das Paraffin von unseren Kerzchen, die wir auf dem Fernseher hatten, entzündet haben. Und jetzt haben wir eine sehr schlechte Situation da vorne. Du hast recht. Aber weißt du was? Ich bin zu faul zum Aufstehen und das Feuer löschen. Und darum habe ich eine andere Lösung. Schau mal das an. Das würde ich unterlassen. Ich mach's. Wenn's machst, tu ich mich ausrüsten. Okay, jetzt habe ich langsam Angst. Wir haben gesehen, die Kerze entzündet sich und somit ist Antwort B richtig. Und ich lösche jetzt das Ganze mit meiner Pistole voller Wasser. Was ist? Bleib hocken, Badhose! Hey, nein! Du, Rudi, das mit dem Wasser funktioniert nicht! Wie tue ich das richtig löschen? Ich würde dir empfehlen, nimm die Löschdecke. Okay? Und kein Wasser in dem Fall? Kein Wasser! Aha, sag es doch! Der Rudi hat uns gerettet, das Feuer ist gelöscht, aber leider ist der Film auch schon fertig. Jetzt, was muss man in so einem Fall ganz sicher noch machen? 118 anrufen. 118 anrufen, damit auch die Feuerwehr kommt. Ja, Rudi, du bist da, du hast uns gerettet. Und eins darf man nicht vergessen, macht das nicht zu Hause.